Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe letztes Jahr das letzte Mal aufgenommen. Das kann man so lustig jetzt sagen. Ja. Wann habe ich denn aufgenommen? Irgendwann 23. oder so? Ich glaube 23. Dezember oder sowas habe ich das letzte Mal aufgenommen. Und deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wo wir hier sind, also was wir jetzt machen müssen. So, es hat gerade an der Tür geklingelt. fängt ja schon mal gut an, aber lieber am Anfang als mittendrin irgendwo. Ja, was haben wir denn hier? Dynamite. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier aussieht. Ich habe übrigens Scheiße erzählt, wie mir gesagt wurde. Denn... Okay, hier mal alles so gut. Denn in Crash Bandicoot 3 funktioniert das hier nicht so wirklich als schneller machen, sondern das ist irgendwie, das muss irgendwie so gemacht werden. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur das hier. Das ging halt in Crash Bandicoot 2, aber wenn es hier nicht geht, dann ist das halt so. Ich will jetzt erstmal gucken, was es hier für Level gibt. Also Dynamite hätten wir hier. Ach nein, ich glaube, das mache ich gleich als erstes. High Time, die Level finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Das ist halt wie so ein, das hatten wir auch schon mal so ein orientalisches Level. Road Crash mache ich als letztes, weil das macht am meisten Spaß. Und dann hätten wir Double Header, nochmal so ein Level. Mittelalter Level. Ja gut, dann machen wir das hier, glaube ich, zuerst. Deep Trouble, weil das mag ich nicht. Und dann holen wir da dann auch direkt, hoffentlich das Goldrelikt. Na, haben wir alten Beutelratten das nicht weit gebracht? Ich bin Dr. Nefarious Tropy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Uka und Dr. Cortex schicken mich, um diese Scharade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Okay. Möglicherweise höre ich mich ein bisschen anders an. Weil ich habe nämlich heute mein Mikrofon mit in der Schule gehabt, weil wir mussten noch was aufnehmen für Ethik, was ich auch noch eigentlich noch weiterarbeiten müsste. Aber ich habe halt keine Videos mehr, deswegen... ja, da mache ich dann nach der Aufnahme weiter. Ja, ich habe das Mikro jetzt an einen anderen Port angeschlossen und da war irgendwie der Pegel war auf 9. Der ist jetzt auf... Ich habe den auf 50 hochgedreht. Aber es ist immer noch nicht so... hoch der Ausschlag. Ich hatte den vorher in dem USB 3 drin und da war der höher, weil da war schon 7, glaube ich, jetzt so hoch, wie es jetzt ist. Naja, wir machen einfach mal. Ich hoffe mal, dass das irgendwie geht. Und so. Ich glaube, irgendwo musste man entweder aufpassen, wo man hinschießt oder nicht. Oder schnell sein, eins von den beiden. So, ich möchte mein Gefährt hier nicht verlieren, weil die sind immer sehr gut. Wow, das war knapp. Ah, da wird's... Na gut. So. Habe ich schon das letzte Mal gesagt, dass ich dachte immer, dass das so Schildkrötenpanzer wären? Weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Ja, schön, wunderbar. Wir haben heute übrigens in der Schule, wir haben heute den 10. Das ist sehr frisch, dass ihr das hier seht. Das wird heute noch hochgeladen. Ja, das war klar. Heute war totales Schneechaos bei uns. Unsere Spanischlehrerin kam nicht. Was ich sehr gut fand, weil niemand unsere Spanischlehrerin leiden kann. Ja. Deswegen fand ich das ganz gut, dass die nicht da war. Ich kann die nämlich auch nicht so wirklich leiden. Ethik konnte ich nicht wirklich was machen. Außer, dass wir halt 5 Minuten lang das aufgenommen haben. Und dann haben wir gezockt, nämlich Cards Against Humanity. Haben wir auch in Spanisch gezockt, weil halt kein Lehrer da war.
Und in Technik, in Technik, in Mathe war auch kein Lehrer da. Das heißt, ich bin eigentlich heute für umsonst in die Schule gegangen. Ja, haben wir auch Cards Against Humanity gespielt. Das war ganz lustig. Das Lustige war dann immer, wenn irgendwelche Lehrer reingekommen sind, die dann Aufsicht machen wollten. Oder gesagt haben, ja, hier macht mal eine Anwesenheitsliste oder sowas. Fuck. Und dann die Karten laut vorgelesen wurden. Zum Beispiel irgendwas von wegen, in einen Pool voller Kindertränen wichsen oder sowas. Und das ist dann ganz lustig, wenn auf einmal ein Lehrer hinter einem steht. Ja. Das wird dann noch lustiger, als es so schon ist. So, was war hier jetzt? Ah, okay, man muss zurückschwimmen. So war das, okay. Das ist, glaube ich, ganz am Ende von diesem Level ist die Kiste. Quasi vor dem Warp-Ding. Und alles macht bei mir hier Geräusche. Discord macht Geräusche seit neuestem, weil ich mit der Discord nicht geupdatet habe und deswegen die alten Einstellungen übernommen wurden. Ja. Und Thunderbird macht Geräusche. Fuck, ich glaube, ich habe das noch gebraucht, oder? Nee, habe ich. Doch, ich brauche das. Scheiße. Komm, töte mich. Ich muss nämlich die Kisten kaputt machen. Und es wäre ganz nice, wenn ich die wieder mit nach Hause, also wieder mit zurücknehmen kann. Ist dieses Ding eigentlich wie eine Maske? Also wenn wir jetzt hier irgendwo gegen schwimmen? Ich glaube schon, ne? Da geht nämlich nur dieses Ding kaputt und wir nehmen keinen Schaden. Ich meine, so wäre das gewesen. Okay. Okay, den machen wir erstmal platt hier. Den Kugelfisch. Ja! Oh, Gottes Willen! Eieieiei. Okay, und jetzt wieder zurück. Super. Weil ich an der Decke hängen geblieben bin. Ach man, Leute. Ich möchte dieses Moped gerne behalten. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Doch, ich habe eine PlayStation TV geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das heißt, ich kann jetzt PlayStation Portable Spiele aufnehmen und PlayStation Vita Spiele. Ist das nicht cool? So. Nein! Ach, mein Gott. Ich hätte einfach durchschwimmen sollen. Egal, ob das Ding kaputt geht oder nicht. Boah, jetzt muss ich das... Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Dynamite, komm.
So. Was ist denn hier kaputt? Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe total vergessen, dass wir einen Doppelsprung haben. Aber hier kommt das Dino-Baby. Ich glaube, das hatten wir im letzten Level gar nicht. Das Dino-Baby ist cool. Mann. Was aber irgendwie auch ein bisschen aussieht wie ein Vogel. Ein Vogel! Bäh! Okay, wir brauchen hier einen gelben Edelstein. Und da ist das Dino Baby. Hallo? Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Vogel. Das kann so hoch springen. Ich bin mir noch unsicher, ob ich gleich das rausschneiden soll. Oder nicht. So schnell runtergeplumpst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gleich rausschneiden soll mit dem Dings im Wasserlevel. Dass ich dann quasi bis dahin zurückschwimme bis zum Ende. Und ja, bitte nicht hängen bleiben. Okay. Da muss ich mal gucken. Ich vergesse immer, dass ich einen Doppelsprung habe, ne? So. 25 von 25 Kisten. Wunderbar. Ich habe übrigens mal jetzt ein bisschen Gameplay-mäßig was gesehen von Crash Bandicoot 1 in dem HD Remake, Remaster, leck mich am Arsch, Remaster Plus, keine Ahnung. und das sah gar nicht mal so scheiße aus. Also, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, achso, den nimmst du mit, ne? Habe ich das Gefühl, dass, ich weiß nicht was, ich habe mal irgendeinen Trailer gesehen und da sah die Geschwindigkeit von Crash irgendwie langsamer aus, aber jetzt bei dem Gameplay sah die schneller aus. Ich glaube, die haben das nochmal geändert oder so. Was auch ganz gut ist. Nee. Lass mich in Ruhe. Okay. Dann hätten wir hier eh nicht alles holen können. Und laufen können wir hier auch nicht. Also das Relikt holen. Müssen wir mal warten. So, jetzt ist es mir hier wieder zu kalt. Ich habe eben gerade die Heizung auf 5 gehabt. Habe ich es auf 1 runtergedreht, weil mir zu warm war. Und jetzt müssen wir wieder hochdrehen. So. Was machen wir denn jetzt? Was ist hier? Das haben wir schon gemacht. Gehen wir jetzt nach der Reihenfolge. Machen wir hier High Time. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist mit allen Kisten holen, aber ich versuch's einfach mal. Ach, ihr lästigen kleinen Ratten wollt nicht nachgeben? Sammelt nur weiter Kristalle und ihr werdet schon sehen. Hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal speichern. So, und was sind das jetzt? Sind das Frauen oder sind das Männer? Für mich waren das immer Männer. Aber das wird man wahrscheinlich in dem Remaster, Remake, Remaster Plus, whatever, sehen. Was das für Gestalten sind.
So. Fliegende Teppiche. Wo gibt es denn sowas?